Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Dragon Quest Builders 2. Ich habe ja gesagt das letzte Mal, dass ich hier noch ein kleines bisschen vorbereite, deswegen gehe ich jetzt mal in die Ego-Perspektive, dass man das hier auch mal sieht. Also es gibt jetzt halt hier quasi einen Gang hierher. Wir haben hier noch einen großen Platz, aber das wird sich dann auch noch verändern. Und man kann quasi hier dann weitergehen, da kann ich jetzt halt auch schön zumachen, wo ich da bin. So, und hat im Grunde hier so einen Außenbereich. Da muss ich mal gucken, da werde ich hier noch ein paar Tische hinstellen und sowas. Aber man hat im Grunde hier diesen Blick aufs offene Meer. Ja, keine Ahnung, wo es da hingeht. Wir werden das nie erfahren. Aber leider ist halt die Map nur ein kleines bisschen beschränkt, begrenzt. Okay, also auf jeden Fall, ich habe das jetzt hier mal so ein bisschen ausgebaut. Ich wollte jetzt im Grunde hier auch noch so den einen oder anderen Stein auch noch, Moment, nicht dich, sondern dich, wollte ich hier noch so ein kleines bisschen so, dass wir trotzdem noch quasi den Fels hat. Ich glaube, das passt. Hier würde ich jetzt sagen, mache ich das nur so stufig. So. Dann passt es doch, ne? Obwohl. es passt eigentlich nie, ne? Das ist klar. So, auf jeden Fall, man hat hier einen Außenbereich. Wenn man hier weitergeht, das möchte ich dann mit euch noch machen, kommt man hier so ein bisschen an den Weg, so einen abgesperrten. Zoom mal raus bitte, dass man das auch sieht. Also im Grunde, man läuft hier an der Grenze entlang. Ob das jetzt ja noch alles zum Eiland zählt, ist mir jetzt eigentlich total egal. Mir ging es nur darum, dass ich hier das so ein kleines bisschen mache, dass man hier im Grunde spazieren kann. Ich hoffe mal, dass das so auch gefällt. So. Na, muss mal gucken, ob ich das so lasse oder. Aber ich glaube ja. Das nehme ich lieber bis dahin und dann ist das gut. So. Ja. Eben so ein bisschen zum Spazieren gehen und die Aussicht genießen. Dachte ich mir, kann man doch da machen. So, jetzt setze ich hier nur ein paar Treppen her. Da muss es ja auch nicht jetzt so super schön ausschauen. Das soll ein bisschen rustikal ausschauen. So, jetzt müssen da noch die zwei Blöcke hin. Und dann passt es. So, hier bleibt ein Durchgang. Zack. Ja, muss mal schauen, wie ich das genau mache. Vielleicht stelle ich da Feuerschalen hin, das könnte schon durchaus sein. Ja. Dahin. So. Na, mal gucken. Mal gucken, wie das wird. So, hier soll nichts weiter hin. Da könnte ich vielleicht eine hinmachen. Zack. Na doch, das kann man schon so machen. Weil man soll im Grunde hier durch können, aber das ist nicht für die Gäste gedacht. Also das ist Wirtsangelegenheit, wenn man so will. Deswegen könnte ich eigentlich, weil ich habe ja die Treppen noch einstecken, dann könnte ich das mal hier hin machen. So. Passt. Man kommt nämlich hier runter in einen, ich sag jetzt mal, Lagerraum, Keller, das soll auch nicht als Raum zählen, deswegen habe ich hier, man sieht es vielleicht, ne, hier offen gelassen, da dahinter ist quasi nichts und dadurch wird das ja sowieso kein Raum, ansonsten würde das ein Raum werden, weil das hier ja alles innerhalb von der Größe ist. So, dann geht es hier rum und darum halt, dafür habe ich es ja doch gemacht, geh mal in die Ego, dann siehst du es besser. Da mal rein, da mal rein.
Dann könnte man da noch eine Lampe. Ja, geht sogar da eine Lampe. Wunderbar. Und es ist nämlich schon hier ein bisschen beleuchtet. Würde ich jetzt halt hier natürlich rausmachen. Genau. Also da hätte man dann im Grunde so ein Loch. Deswegen, ne, zählt es nicht als Raum. Alles klar. Dann hat man hier den Gang. Ne, schaut ein bisschen Kellergewölbe-mäßig aus. Ne, auch alles Mögliche sind Stein gelassen. Leider kann man die Steine nicht... leider kann man die Steine nicht schräg machen. Also man kann sie schräg machen, aber halt nicht in die Richtung, in die ich sie gerne möchte. Kannst du dich mal konzentrieren, weil du brauchst nur das einmal und dann hier rüber gehen. So. Dann können wir das nämlich so lassen. Ja. Perfekto. So. Man kommt dann hier entlang, da muss auch nicht zu viel Beleuchtung sein. Das reicht, wenn hier die Lampen auf der einen Seite sind und man kommt halt hier dann in dieser Küche im Grunde raus. So, jetzt möchte ich das nur noch ein bisschen hier einbauen. Das ist nur so ein kleines bisschen im Grunde versteckt, das sage ich jetzt mal. Dann könnte ich das Ganze... Ach ja, doch... Ja, doch so. Ja. Das ist optimal. So, hier habe ich es natürlich genauso gemacht, ist klar. So. Jetzt. Jetzt. Also zum einen muss ich mal gucken, ob ich da irgendwas... Oh, ich habe ja die Lampen sogar einstecken. Ja, cool. Okay, tu mal das da raus. Das brauchst du jetzt nicht. Die da brauchst du wahrscheinlich nicht. Die Treppen sind überflüssig jetzt. Mal gucken. Habe ich Bänke einstecken? Nein. Dann machen wir mal ganz kurz... Bänke. So. Dann machen wir hier Bänke. Ich mache jetzt mal 6 Stück, das reicht schon dann. Ich muss jetzt halt echt eins nach dem anderen machen, einfach um... So, das ist im Grunde sowas wie ein Wartebereich. Sag ich jetzt mal. So. Zack. Dann kann man hier nämlich eine Bank hinstellen. Und eventuell hier. Und da. 2 habe ich noch. Da ist es blöd, ne? Weil da ist es recht eng. Na, ist egal. Dann machen wir eben eine hier hin. Und eine da hinten hin. So, und dann passt das nämlich auch. Hier vielleicht noch die eine oder andere Feuerschale dann platzieren. Später dann auch noch, wenn ich wieder welche habe. Ist ja noch nicht fertig. Das ist ja noch voll im Anfang, ne? So, hier muss ich mal überlegen, was ich mache. Ich meine, man will das Ganze ja ein bisschen geschützt haben, dass die Leute nicht runterfallen ins Wasser, ne? Immerhin gibt es ja da das Seeungeheuer. So, aber kümmern wir uns jetzt mal um das, was ich da... machen möchte. Jetzt gehe ich erst einmal hier rein. Ich brauche auf jeden Fall natürlich eine Truhe. Ich brauche, wenn ich es denn habe, ansonsten muss ich es herstellen. Ich muss es herstellen. Und zwar das Waschbecken.
wenn ich es finde. Da bin ich halt auch immer, ne? Das ist wahrscheinlich wieder bei Möbeln. Jawohl, Waschbecken. Jawohl, ein großes Bassin, in dem man unter warmem Wasser sein schmutziges Geschirr spülen kann. Alles klar. Das hier bitte einmal. Dann muss ich mal gucken, ob wir... wo bist du da? Ein Lagerfeuer habe ich. Dann machen wir mal zwei Stück noch. So, dann brauchen wir allerdings, und das müsste ich dann auch hier drin haben, noch eine Pfanne. Und ich würde gerne... Boah. Wahrscheinlich ist es da. Nein. Also mit der Sortierung komme ich, werde ich nie klarkommen. Aber das wisst ihr alle, ja. Ja, da. Genau. So, und was war jetzt das? Das ist der verbotene Altar. Ja, das ist wahrscheinlich unter Deko, das, was ich jetzt suche. Entweder unter Einrichtung oder unter Deko. Und so wie es ausschaut, unter Einrichtung. So, wir brauchen allerdings für diesen fauligen Fleischback brauchen wir eine grausige Schlemmerplatte. Und die grausige Schlemmerplatte, da kenne ich natürlich das Rezept nicht auswendig, ist ja ganz klar. Ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt hier finde. Baupläne wahrscheinlich auch nicht. Anleitungen. Anleitungen. Da. Schopfui, grausige Schlemmerplatte. Und viel von fruchtigen Fleisch und schrecklichen Käse. Räudige Ranken, Gammelfleisch. Okay. Mal gucken, ob ich das einstecken habe, aber ich glaube es nicht, ne? Oh, räudige Ranken. Die Pilze. Da. Und das Gammelfleisch. So. Oder warte mal, ich kann ja mal gucken, ob ich das Ding nicht gleich direkt so herstellen kann. Gehen wir auf F gleich. Ja, obwohl, wenn ich jetzt halt, nur eine Zutat brauche, dann ist das definitiv günstiger, als diese grausige Schlemmerplatte direkt zu nehmen, ne? Da, 1500. Okay, dann schauen wir mal, was das Fleisch hier, Gammelfleisch, 60 Punkte. So, und da brauche ich ja nur eins. So, wir machen... Das Spülbecken hier hin. Der Grill kommt dahin. Jetzt holen wir mal noch das Feuer schnell raus. Wo bist du? Ich schaue ja immer tausendmal vorbei, das wisst ihr ja. Das Lagerfeuer ist doch hier reingeflogen. Oh Gott, Leute. Sag bloß, das ist da hinten dran. Ja, okay. Aber warum ist das in die Tasche? Naja, ist egal. Ist egal. Einmal da. Einmal da. Feurige Bratpfanne. Und schauen wir mal, ob wir das jetzt machen können.
Jawohl, passt. Wunderbar, dann können wir das nämlich machen. So, jetzt brauche ich... Mal gucken, ob ich da die Ackererde nehmen kann dafür oder ob ich da normale Erde brauchen tue. Ich habe gar keine Ackererde mehr, ne? Die habe ich, glaube ich, rausgeschmissen. Ach nee, da ist sie. Gott, ich habe so viel von dem Zeug, ne? Ich weiß nicht, ob ich die löschen soll, weil normalerweise kann ich die auch zum Auffüllen... Normalerweise kann ich die auch zum Auffüllen nehmen. Aber einen Stapel kann ich definitiv löschen. Nein. Das ist halt immer das, ne? So, gucken wir mal, ob das hinhaut. Nein, ich kann den tatsächlich nicht platzieren. Mach mal das aus. Ich habe keinen Pilz da anscheinend. Doch, da habe ich einen Warzling. Aber der wird nicht reichen, ne? Der wird wahrscheinlich nicht reichen. Okay, ich weiß jetzt auch nicht, wo ich Warzlinge habe. Von daher muss ich wieder in den sauren Apfel beißen und jetzt halt einfach mir mal das holen, weil mich nervt es dann ganz ehrlich, dass ich dann da rumrenne und das Zeug irgendwie ranschaffe. Jetzt ist nur die Frage, ob das dann auch der ist, ne? Ist egal. Nein, ist er natürlich nicht. Den muss ich doch so ranholen. Okay. Dann ist das so. So, geht es jetzt eigentlich hier mit der Muschel? Nein, kann gar nicht gehen. Große salzige Spülküche. So, weil dann haben wir die nämlich als Rezept schon mal weg. Ja, schön. So, jetzt haben wir eine große Pilzküche. Das war wirklich nur das eine Ding, ne? So, einsammeln. Aber ich dachte, das kann ich irgendwie platzieren. Ah, nein! Du bist so doof. Du bist so doof, dass... ich möchte schreien. Gerade im Moment möchte ich ganz laut schreien. Ich möchte jetzt einfach nur schreien. Warum habe ich das Ding jetzt gegessen? Da war ich jetzt wieder schneller mit dem Klicken. Es ist echt so übel. Also manchmal, ne? Vor allem, es ist halt was zum Essen. Das ist ja das Problem. Und dann, wenn du dich einmal verklickst, ne? Das ist dann sofort die Rache auf dem Fuße, wie man so schön sagt. So, also. Platzieren. Platzieren, platzieren, kochen. Ich glaube, mir ist genau dieses schon mal passiert. Ich glaube, mir ist genau das schon mal passiert. So, wir haben jetzt jedenfalls eine, ja, große Pilzküche. Ich würde allerdings gerne dich daher setzen. Ja, große Pilzküche, ich weiß schon. Dich da wieder wegmachen. Ich habe halt jetzt keinen zweiten Pilz, aber das macht ja überhaupt nichts. So, dann setze ich mal lieber die dahin. Dann wäre es schön, wenn wir Lichtle hinmachen, ne? Da haben wir eins. Dann könnten wir hier noch eins hinmachen. Da hinten ist ja Licht. Also passt es. So. Jetzt wollte ich mal gucken. Das ist zwar gleich fertig. Na komm. Ich warte jetzt einmal die 2 Sekunden, aber ich gehe nicht da drauf. Jawohl, gib her.
Lasst uns rausgehen. Lasst uns an den Grabbeltisch. Vorher vielleicht schlafen. Ich habe jetzt gar nicht drauf geschaut, wie lange es noch dauert, bis es Tag ist, aber war mir jetzt egal. Der Kuh bekommt ein Baby, Schaf bekommt ein Baby und... Ach, warum kriegen meine Hunde kein Baby? An irgendwas habe ich wieder mal nicht gedacht, aber ich habe vorhin extra nachgeschaut in dem Büchlein. Schaf ist ja da, ne? Das Lamm. Ich habe vorhin extra nachgeschaut bei meinen Hundis. Wo seid ihr? Hier. Knuffi 100% und Lila hat auch 100%. Sorry, Opferlamm. So. Wo bist du? Was sind das da eigentlich? Achso, verziertes Dekor, stimmt ja. Hier. Fauliger Fleischback. Einmal herstellen, bitte. Dankeschön. So, da weiß ich jetzt halt nicht, ob das dann zählt oder nicht oder wie auch immer. Jawohl, großes, grausiges Grillhaus und das will ich eigentlich hier haben. Es ist nur schade, dass mir der Pilz dazwischen kommt, oder? Ne, passt sogar. Das bleibt ein großes, grausiges Grillhaus. Das ist ja super. Genauso wollte ich das nämlich. So, wir brauchen jetzt... was brauchen wir? Die fiese Fliese, kann ich die vielleicht irgendwo dahin machen? Wäre vielleicht so zum Eingangsbereich hin, ne? Es würde ja dann ganz gut passen hier. Zack. Da vielleicht auch. Wunderbar. Dann ist das Ganze doch ein bisschen mehr stilecht, oder? So, jetzt gucke ich mal noch ganz kurz. Das Ding, kann ich dich irgendwo hinsetzen? Wahrscheinlich nicht. Doch, den könnten wir da oben drüber setzen. Wunderbar. So, ob hier jemals jemand was kocht, weiß ich nicht. Vielleicht haue ich das Ding auch wieder weg, dass der Raum verschwindet. So, aber wir bräuchten auf jeden Fall noch ein bisschen Verziererei, ne? Septischer Strauch. Schattengras. Kannst du mal... Danke. Oh, schade. Hab ich nicht mehr. Aber... Nein, ich wollte nicht beide... Ja, manchmal ist der Wurm drin. Das ist normal. Jawohl. Das passt ja eigentlich ganz gut, ne? Schauen wir mal, was wir noch haben. Wir könnten eigentlich auch so ein paar Schuppen hier verteilt reinmachen.
Passt doch. Und hier vielleicht noch. An zwei Stellen. Wunderbar. So. Dann haben wir das da. Ich weiß nicht, inwiefern der Lavablock andere Steine beeinflusst. Es könnte nämlich durchaus sein, dass dieser Lavastein auch beeinflusst. Achso, wenn ich da die Platten wieder hinmache, ne? So. Aber die kann ich, glaube ich, nicht drehen, ne? Ja, ist, glaube ich, egal, von wo ich die reinmache. Das kommt auf die Programmierung an. Weil ich denke, das ist so ein Zufallsding, je nachdem, ob die mal so drin sind, so drin sind. Das ist egal. Warte mal, ich mache dich wieder raus. Und ich setze dich jetzt mal damit rein. So. Toxischer Torf. Weiß ich nicht. Eher die Schlachtfelderde oder sowas. Schauen wir mal, wie das wirkt. Na, hier ist mir doch klein, oder? Na. Also wenn man hier nicht gern ist, dann weiß ich auch nicht. Das grausige Grillhaus, oh meine Güte. Aber jetzt ist es wirklich grausig, glaube ich. So. Kann ich das da noch irgendwo platzieren, bevor ich es wegschmeiße? Vielleicht da hinten über dem Ziegelgrill? Irgendwie muss ich da noch eine Lampe hinmachen, es geht nicht. Anders, so, muss. Soll ja auch nicht, geordnet ausschauen, es soll ja auch ruhig ein bisschen Chaos sein. Ist schon wieder Nacht, oder wie? So. Dann habe ich die Dinger ja vorhin noch entdeckt. Also ich denke, das kann ich so lassen. Das ist okay so. Könnt ihr mal gerne reinschreiben, was ihr jetzt davon haltet, von diesem grausigen Grillhaus. Na, wie gesagt, ich kann das jederzeit hier weghauen und dann habe ich ja wieder einen Raum mehr. Aber... Ach, es regnet. Aha. So, jetzt muss ich mal probieren, ob das funktioniert und ob ich überhaupt das richtige Zeug dazu da habe. Also im Grunde sollte das... mit den Dingern ja gehen. Machen wir da vielleicht noch eine hin. Dann können wir da vielleicht noch eine hier drüber machen. So, weil von der Höhe her ist es gleichmäßig. Ja, das passt.
Das passt. Ja. Wunderbar. So. Jetzt haben wir nämlich die septischen Dinge. Oh, die können wir dann noch raus tun. Ich weiß nicht, das da ist ein bisschen zu groß. Andere Sachen habe ich jetzt nicht einstecken. Das wären höchstens die Schwarzglöckchen noch, die man mit einsetzen kann. Hm. Oder vielleicht das da noch, schwelender Strauch. Oh ja, das geht sogar. Unten drunter kann man natürlich nichts setzen, ist klar. Oh, habe ich keine mehr. Okay. Kann ich das nicht da drüber setzen? Das geht nicht. Okay. Na, dahin. So. Das mit dem Totenkopf finde ich sogar nicht nochmal so schlecht. Allerdings würde ich den jetzt mittlerweile hier drüber machen. Aber das wird wahrscheinlich nicht gehen, oder? Warum ist denn der so dick? Ich würde den gern da oben hinsetzen. Warte mal. Machen wir so. Ja. Warum geht es jetzt nicht? Kann das sein, weil da unten drunter die Steine sind? Macht mich ja fertig. Warum kann ich den jetzt da nicht hinsetzen? Da ging er doch. Okay. Ich habe keine Ahnung warum. Da bin ich jetzt echt überfragt. Keine Ahnung. Kümmere ich mich drum. Ich hoffe, das kriege ich wieder hin. Wahrscheinlich brauche ich da halt einfach nur eine gerade Wand ohne irgendwas drumrum. Oder sowas. Das mag sein. Ich muss es probieren jetzt. Wird es. Es ist doch echt komisch, oder? Ah. Durch das, dass der 2 breit ist, ne? Ja, passt schon. Der ist halt einfach, ich meine 3 breit. Der ist halt 3 breit, von daher kann ich die Tür natürlich nicht anders machen. Ist halt jetzt einfach so, meine Güte. Das ist halt so. Tafelziehen noch zum Schluss, alles klar. Verkauf etwas. Damit brauchen wir ja dann bloß noch 2, ne? Glaube ich. Yay! 3 weitere, okay. Alles klar. Mach's gut. Alles klar. Und ich sage jetzt halt auch, mach's gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ja, und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.